Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge The Quarry. Wir machen weiter auf dem Schrottplatz des Todes mit Dylan und Caitlin. Werden wir verfolgt? Wir wissen es nicht. Man hört immer so ein paar gruselige Sounds im Hintergrund, man weiß es nicht. Letzte Folge auf jeden Fall wurde Ryan gebissen von Laura, die ihm das Leben sozusagen gerettet hat. Wir haben uns ja dafür entschieden, damit Ryan hoffentlich nicht stirbt. Ich hoffe, es hat aber auch die richtige Entscheidung. Ja, wenn es euch gefällt, dann lasst gerne ein Like da und gerne auch abonnieren kostenlos, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann machen wir mal weiter mit Dylan und gehen jetzt mal hier hoch und kriegen eine Cutscene. Das ist das Auto von Max. Hundertprozentig ist das Auto von Max. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Fallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ängstlich bekomme ich ein bisschen Schutz. Pass auf mich auf. Pass auf mich auf. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Der hat einen Arm, der Greifer. Eieieiei. Die Kids nannten mich den Greifer. Das ist ja wirklich nicht so ein super Name. Naja, kriegst du auch mit einer Hand hin, Dylan? Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Was erwartest du von Hinterwäldern? Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Was zum Teufel ist da los? Ein Fehler. Shit. Okay. Dann mal los. Jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall das Auto von Max. Das ist jetzt wirklich, glaube ich. Der Greifer hat zugeschlagen. Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde noch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Oh oh. Nein, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Fuck. Was? Nein, ist nicht gut. Laut Hupen oder Auto schwingen. Ah, fuck, Mann! Oh mein Gott! Okay, doch keine gute Idee, das Auto zu schwingen. Okay, dann Caitlin stirbt dich. Nein, bitte nicht, dich Caitlin. Oh mein Gott, ist der hässlich. Komm.
Uff, war das knapp. Der Greifer hat zugeschlagen. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Spannend, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Hätte Hupen was gebracht? Ich bin echt am Überlegen. Und die Frage ist, ist der Werwolf tot oder ist der einfach nur darunter eingesperrt? Wir müssen was tun. Was willst du tun? Was denn? Dylan sagt, er hier ist sicher. Naja, ich will nur nicht hier rumsitzen. Aber mehr müssen wir nicht machen. Nur bis zum Morgen warten, oder? Aber wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsitzen. Also eigentlich hat sie gar nicht mal so Unrecht, weil, Digga, ich sehe ja nichts, hallo? Da, Licht, ein bisschen Licht. Oh mein Gott, Alter. Ich sag, ja. Die Frau ist auch überall, habe ich irgendwie das Gefühl. Warum habt ihr eigentlich kein... Gibt's hier kein Licht? Ich meine, wir reden vom Stunk. Ein Licht da hinten irgendwo in der Ecke, oder was? Die Hauptsicherung ist kaputt. Deshalb gibt's keinen Strom. Was hat das für einen Zweck? Was ist das? Silberkugeln. Wie sind die hergekommen? Der Jäger hat sie verloren. So kam er wohl nach oben und attackierte Caitlin. Diese Scheißtypen sind überall. Es war gut, dass sie sie, glaube ich, mitgenommen hat, weil... Ja, der kommt ja die Sicherung zerlegt. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, dass sie die mitgenommen hat. Ja, ich weiß, da hinten ist noch was, nämlich die Leiter, nämlich zu Chris Hackett. Und da haben die ja alles im Überblick. Das ist an sich gar nicht mal so schlecht. Weil die haben alles im Überblick, wenn die jetzt die Leiter auch gehen. Das Problem ist ja, dass die Leiter aber angeklatscht ist, weil ich ja da runtergegangen bin mit Dylan. Was gefunden? Tschüss. Oh, ich check nur die Leiter. Ist da eine kleine Tür oben? Ja. Dann mach sie auf. Warum? Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst? So gar nicht? Okay, was ich meine ist, könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Vielleicht gibt es einen Weg, uns zu verteidigen. Okay. Ich denke, das macht Sinn. Ja. Ich halte mich schon mal bereit, weil das morsche Ding weiß ich nicht. Oh, alles okay? Oh, wow, ja. Okay, das war knapp. Ah, die kommt trotzdem hoch, das ist schon mal gut. Okay, ja, wie ist jetzt in Chris Hacketts Büro?
Nicht so schlecht. Wir sind beim Haus der Hackets. Der Vollmond strahlt noch. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Bobby schon. Das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fang. Was hängt denn da hinten? Seht ihr das auch in der Ferne? Da ist doch irgendwas angebunden. Vorsichtig. Ja. Der bewegt sich ja nicht. Im Gegensatz zu dir bewegt er sich ja nicht. Gibt's hier irgendwas, was man hier finden kann? Was ist denn das? Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Was war das jetzt hier genau? Ah, Spritzen. Das ist jetzt im ersten Moment gar nicht so richtig wirklich gesehen. Ja, da hängt was. Guck mal, also blind bin ich echt nicht. Komm nicht hin. Was war das? Also das hätte die eigentlich von der Tür aus sehen sollen. Ich denke, das ist Chris Hackett. Ja. Ich auch. Das ist nicht gut. Der ist frei. Er ist auf Bobby gefallen. Oh, das ist nicht gut. Alter! Mach nicht, Travis! Ist der jetzt tot? Ja, schieß den ab. Das ist ja nicht mal annähernd. Der bringt uns safe um. Okay. Danke, dass Sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Und
Was nun, sind alle wieder normal? Was? Oh. Du denkst, das ist vorbei? Das ist es nicht. Ich verstehe es nicht. Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb biss Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer biss Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Weißer Wolf? Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an los, den, an den Hütten, früher am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Gemein, wieso sollte ich ihnen helfen? Misstrauisch, wieso sollte ich ihnen trauen? Alter, beide Antworten will ich nicht geben, weil Travis hat sich herausgestellt, dass es ein Ehrenmann ist. Er hätte Laura easy killen können, ganz ehrlich, gar kein Problem. Er hätte easy safe killen können und dann wäre sie auch tot und dann wäre wär das Ding vorbei, ne? Weil ich meine, wir haben Chris gekillt, wir haben Kaylee gekillt, also sie hat Kaylee gekillt und wir haben die Mutter umgebracht. Aus Versehen, aber wir haben die Mutter umgebracht. Also der hätte jeden Grund, sauer auf uns zu sein. Ich bin jetzt mal misstrauisch, weil Gemeinfische wie bescheuert. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Silas und allen geht's besser. Jedenfalls denen, die noch leben. Okay, okay. Und wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was Sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Ist Laura jetzt eigentlich geheilt? Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Sorry. Beruhig dich erstmal. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Super Witz. Die lacht hat, Alter. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen.
Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Die Glocken könnten von blutigem Mord, oder nicht? Von Wut und von aufrechtem Hass. Ein verdientes Schicksal? Kann sein. Doch er mag von Nutzen sein, der nicht vergibt, der nicht vergisst. Es steckt stets mehr dahinter als gedacht. Soll ich es dir zeigen? Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt zu dir komme. Wirklich, das ist der einzige Grund, warum ich zu dir komme, damit du mir zeigst, was denn passieren könnte. Ja, gut. Aber ich kann dir leider nur Einblick geben in eine mögliche Zukunft. War mir klar. Welche soll es sein? Ich meine, das hatten wir ja schon die letzten Male. Cool, der Tod, die Sonne, das Gericht. Also ich sag mal so, die Sonne... Alles schwierig, oder? Warum ist das eigentlich gerade so unscharf? Der Tod, ja, was wird der Tod sein? Entweder wird der Tod sein, ich meine, entweder wir kriegen jetzt Silas, den Boulder, den Wolfsjungen, ne? Oder wir kriegen ihn nicht, das ist jetzt die Sache. Oder es geht um den Tod von den anderen, das weiß ich aber natürlich nicht. Ich bin aber irgendwie gespannt, was das Gericht bringt. Die Sonne ist mir eigentlich relativ nicht so wirklich wichtig, darum das Gericht. Mal gucken. Zum letzten Mal. Geh bitte. Und bring es zu Ende. Zum letzten Mal? Das heißt, wir gehen nicht mehr zu Baba Yaga? Schade. Na dann gucken wir mal. Was haben wir denn? Wir sind Max! Kapitel 10, Ziegel und Mörtel. Ah, stimmt, Max ist ja jetzt geheilt, da Chris tot ist. Oder so. Na, jetzt weiß ich's. Das ist ein Vogel. Könnte ich gleich mit Jacob zusammentun. Was zur Hölle bin ich? Du bist auf einer Insel. Denke es nur, dass Emma deine Sachen hat. Wo sind meine Klamotten? Ich glaube das alles nicht. Jetzt suche ich Laura. Wie er aussieht. Geil. 10 von 10. Er ist jetzt Hitpunkte geklettert, ne? War da überhaupt noch was? Ich meine, hinten ging es ja nur weg, ne? Eigentlich müssen wir ja prinzipiell nach vorne. Frage ist, kann dem überhaupt noch was passieren? Weil ich meine, er ist ja jetzt kein Werwolf mehr, aber wir haben ja prinzipiell eigentlich jeden. Die Frage ist natürlich, wer hat jetzt wen ausgeschaltet, ne? Kann ich da immer noch hin? Hier sind viele.
viel besser dran gewesen im Harbinger Motel. Und er sagt halt einfach einen anderen Text dazu. Ja, das Harbinger Motel wäre echt besser gewesen. Hättet ihr mal auf Travis gehört. Aber man kann die Zeit halt nicht zurückdrehen. Oh, die Alte war voll garstig, ne? Dass ich den Travis nicht umgebracht habe. Und er hat mich auch gerettet. Aber prinzipiell haben wir ja eigentlich Chris Hackett gekillt. Also ich meine, eigentlich müsste ja trotzdem ein bisschen glücklich sein. Ein bisschen. Also war sie hier. Oh ja, das passt jetzt. Die Mütze, jawoll. Alter Falter, sieht das kacke aus. Naja, ins Wasser weiß ich nicht. Kannst du ja ausprobieren. Prinzipiell jetzt mal eigentlich von der Logik her. Von der Logik her. Müsste er ja safe sein. Chris ist ja tot. Und er hat ihn ja gebissen. Oh, ich weiß nicht, was ich richtig mache. Ne? Das ist echt dumm. Egal, wir gehen auf... Bleiben. Sicher ist sicher. Keine Ahnung, vielleicht geht auch ans Ufer schwimmen. Also ich glaube schon, dass es gegangen wäre, aber lass mal lieber. Nicht, dass er noch umkommt. Der Tisch, hilf mir. Die Frage ist ja auch, wer war das am... Okay, gut. Viel schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Klasse. Wie in einem Cartoon. So geht das die ganze Nacht. Gebt uns etwas Zeit. Ich verstehe nicht. Sie hassen Wasser, schon vergessen. Ah, ja. Oh, wir hätten die Nacht im See verbringen sollen. Ein Tod durch Hypothermie? Nein. Okay, wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Na toll, okay. Okay, wir brauchen mehr Überblick. Komm. Eigentlich nicht dumm von Dylan. Er hat eigentlich voll recht. Die hätten nicht, also gut, ich meine, Caitlin denkt jetzt, er könnte mal, sie wären jetzt nur ins Wasser gegangen. Aber eigentlich hätten sie sich zwei Boote nehmen können und hätten da ein bisschen chillen können auf den Booten. Dann wäre halt nichts passiert. Keiner wäre gestorben, keiner wäre angegriffen worden. Gut, ich meine, Laura wäre dann. Ich bin hier, obwohl Laura hätte sie ja dann gesehen, logischerweise. Aber ja, eigentlich hat Dylan recht. Das wäre, ja, Nick zumindest nicht infiziert gewesen. Na gut. Wir machen in der nächsten Folge weiter, dann kommt das Ende, die letzte Folge wird das dann sein, wenn wir ja schon knapp am Ende sind, hoffe ich mal, dass es die, das heißt hoffen, wird es wahrscheinlich dann die letzte Folge sein. Ja, dann geht's weiter mit Caitlin und bis dahin und tschüss!